jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Die BND-Affäre sei ein Geheimdienstskandal, der geeignet sei, sehr schwere Erschütterungen auszulösen, sagte Vizekanzler Sigmar Gabriel und löste damit selbst eine Erschütterung aus. Denn er berichtete auch noch von Gesprächen zwischen ihm und der Bundeskanzlerin, in denen sie ihm versichert habe, es gebe keine weiteren Hinweise auf Wirtschaftsspionage der Amerikaner mit Hilfe des deutschen Auslandsgeheimdienstes. Dass Gabriel die Kanzlerin in den Fokus rückt, empfindet die Union als Affront, als gezielte Attacke. Aus der Geheimdienstkrise könnte nun also auch noch eine Koalitionskrise werden. Dazu gleich ein Gespräch mit Sigmar Gabriel. Wahrsager, Hellseher und Propheten faszinieren die Menschheit ja seit jeher. Vor allem dann, wenn es ums große Ganze geht, den Weltuntergang. Der Kalender der Maya etwa oder die Prophezeiungen des Nostradamus beschäftigen Menschen ja bis heute. Weniger mythisch äußert sich der Amerikaner Martin Armstrong, genannt der Forecaster. Eigentlich ist der Mann Finanzanalyst und Computerspezialist. Er hat aber einige Finanzkrisen so zielsicher vorausgesagt, dass er den Nimbus eines Hellsehers bekam. Den Crash des japanischen Nikkei in den 80er Jahren zum Beispiel oder den Finanzkollaps Russlands Ende der 90er hatte Armstrong Jahre zuvor vorhergesagt. Er selbst erlebte dann allerdings auch einen Absturz, landete sogar im Gefängnis. Eine zweifellos filmreife Lebensgeschichte, die jetzt in die Kinos kommt. Nadja Nasser über den Forecaster. Martin Armstrong, Orakel der Börsen. Genie oder Scharlatan? Gerade sieht er eine Welle weltweiter Staatspleiten auf uns zurollen. Welches Land soll welches andere dann noch retten? Es wird niemand mehr übrig sein. Das Ding geht also bald den Bach runter. Bei seinen Vorträgen hängen Banker und Börsianer an seinen Lippen. Auch Regierungen ließen sich von ihm beraten. Seine Prognosen basieren auf einem geheimen Computercode, den er bereits Anfang der 80er Jahre entwickelte. Er ließ den Rechner mit allen historischen Finanzdaten füttern, die er finden konnte, vom Münzhandel der Antike bis zu aktuellen Währungsschwankungen, und entdeckte, die Wirtschaft, ihre Krisen und die daraus resultierenden Konflikte sind einem exakten Zyklus unterworfen, und der basiert auf der Kreiszahl Pi. Mächtige Leute kamen zu mir und sagten, mit deinem Modell kann man ja den Aufstieg und Fall ganzer Nationen berechnen. Wir wollen deinen Code. Ich sagte, nein, den kriegt ihr nicht. Sorry. Kurze Zeit später, September 99, wird er verhaftet. Er soll Anleger um Milliarden betrogen haben. Armstrong kommt ins Gefängnis für insgesamt 12 Jahre, ohne einen richtigen Prozess. Wusste der Insider zu viel über die Verwicklungen von Politik und Finanzwelt? Und was ist dran an seinem mysteriösen P-Code? Fragen, denen der deutsche Regisseur Markus Vetter auf den Grund gehen wollte. Also ein Scharlatan ist er ganz bestimmt nicht. Er interessiert sich einfach dafür, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, dass er in der Branche umstritten ist, weil er plötzlich gesagt hat, da ist die Zahl Pi ein natürlicher Zyklus, etwas, was alles beeinflusst. Und das ist dann plötzlich esoterisch. Ehemalige Mitarbeiter zeigten Vetter Armstrongs alten Laptop mit zukünftigen Krisen, die er schon 1998 errechnet hatte, kurz vor seiner Verhaftung. Und da sind sie, die geplatzte Dotcom-Blase 2000 oder die Immobilienkrise 2007. Und der nächste Big Bang, die Staatsschuldenkrise, Beginn 1. Oktober 2015. Trotzdem, viele Börsenexperten sehen Armstrongs punktgenaue Vorhersagen skeptisch. Man kann auch viele Dinge nicht vorhersagen, aus einem ganz einfachen Grund, dass die Märkte aus so vielen Kleinigkeiten an Impulsen bestehen. Da haben wir die Notenbanken, da haben wir Volkswirte, da haben wir Analystenmeinungen. Also ich halte es für nicht zutreffend und auch nicht für seriös. Für Armstrong aber ist klar, der 1. Oktober markiert eine tiefe globale Rezession mit Beginn in Europa. Ob man nun dem Forecaster glaubt oder nicht, die Dokumentation ist ein faszinierender Insiderblick auf die Hochfinanz, spannender als jeder Krimi. Tja, schauen wir mal.